Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auswärtslocals. Ja, wir waren mal wieder außerhalb unseres normalen Locals-Bereiches aktiv und haben eine neue Locals kennengelernt. Und dieses Mal ist jetzt nicht so weit auswärts gewesen, wie man es erwarten würde, denn die war in Hamburg. Denn mittlerweile haben wir in Hamburg eine dritte Locals erhalten, Anfang des Jahres, nämlich den Zwergenfürst. Und den habe ich in Wandsbek besucht diese Woche, am Mittwoch, mitten in der Woche, und habe dort mit Galaxie, Schrägstrich, Photon, Schrägstrich Galaxie, Augen, Photon, Rache, Deck gespielt. Sucht euch euren Namen dafür aus. Mit den ganzen neuen Support, über die wir die letzten Jahre halt für dieses Deck bekommen haben. Ich muss sagen, das Deck macht sehr viel Fun und es ist sehr, sehr, sehr interessantes Combo-Deck, was man nicht so erwarten würde, dass es so explosiv wäre. Aber das ist es und wahrscheinlich haben viele noch überhaupt keine Idee, wie das Deck überhaupt funktioniert. Deswegen werde ich euch gleich immer die gesamten Karten vorstellen und dann werdet ihr auch ein bisschen mitbekommen, wie der Laden ist und ja, wie es für uns halt natürlich auf dem Turnier lief und vielleicht ziehen wir auch mal was Gutes aus unseren Packs. Wobei bei ODS 22, ganz vergessen, da Odyssee, dann wird nichts. Legen wir los und schauen uns mal an, wie Galaxie, Photon funktionieren. So, da haben wir das Deck und steigen wir mal ein, eine Menge Karten, die wir euch erklären müssen. Aber zunächst steigen wir natürlich an mit dem Bossmonster oder dem Monster, was das Thema ausmacht. Galaxie, Augen, Photon, Drache, der halt in beide Themen gehört, Galaxieaugen und Photonen. Und den viele Leute auf drei spielen, hier reichen eigentlich zwei vollkommen ausreichend. Man kann den halt mit sehr vielen Karten hier in diesem Deck suchen, weil er halt in beide Themen Decks gehört. Er ist eigentlich ein wichtiges Xyz Material Produktionsmonster quasi. Für seinen On-Field-Effekt benutzt man ihn eigentlich nicht. Seinen Special Summon-Effekt nutzt man je nach Combo-Line ab und an halt auch noch mit. Aber er ist halt ein Monster, welches wir halt durch bestimmte Karten, die auch hard named, suchen können, weswegen man ein paar mehr spielen sollte. Wenn man halt bestimmte Draw-Karten hier in dem Deck spielt, wie zum Beispiel eine Zahlungnahme, kann man auch drei rechtfertigen und auch eine höhere Menge in Zahlungnahme. Da ich eine andere Variante gespielt habe, habe ich gesagt, zwei sind für mich vollkommen ausreichend eigentlich. Ich möchte den nicht in der Starthand haben, er ist halt kein Combo-Piece in der Starthand so richtig, weswegen das vollkommen okay ist. Dann wahrscheinlich wird es viele schocken, spiele ich einen einzigen Galaxie-Zauberer. Man braucht nur einen einzigen, denn man möchte den gar nicht eröffnen. Man möchte, also ja, es ist der genericste Searcher quasi in dem Deck oder mit der genericste Searcher, was es angeht, weil er einfach eine Galaxie-Karte hinzufügen kann, aber er nimmt halt den Normal Summon weg und wenn man halt keine anderen Follow-Ups hat, ist das nicht die Normal Summon to go für die First-Turn-Plays, da möchte man mit anderen Sachen anfangen und man kann den halt auch multiple times in einem Turn resolven, der ist nicht hard once per turn, weswegen einem vollkommen ausreichend ist und wir trotzdem Multiples von dem immer eigentlich pro Spielzug resolven. Dann spielen wir dreimal Photon Orbital, der halt auch extrem gut ist, weil er halt Photon und oder Galaxie-Monster suchen kann, weswegen wir sehr flexibel sind, was wir uns holen können. Früher hat man das ja gesehen mit, ich glaube, mit Union Driver war das, glaube ich, mit Union Carrier war das, dass man ihn aus dem Deck equipped hat und dann damals sich Galaxy Soldier gesucht hat, was halt sehr nice ist. Man kann hier in dem Deck halt den mit jedem Monster einfach equippen, man kann ihn in den Kombos suchen und kann damit halt Grave Setup kriegen und er ist halt wichtig hier, dass wir ihn spielen, weil er eine Maschine ist, weil ich habe mich für bestimmte Choices entschieden, dass ich halt auch ein bisschen mehr Machine-Stuff haben möchte, damit ich halt wenig über die Combo-Lines gehen kann, dass da halt auch noch ein Target mit drin ist im Grave. Aber das ist ja nicht nur die einzige Maschine, die man im Deck spielt. Wir spielen natürlich auch dreimal Galaxie-Soldat, der halt auch super nice ist, weil er Galaxie-Monster suchen kann. Ihr seht schon so ein bisschen das Thema. Das freaking Deck sucht Lord und das in allen unterschiedlichsten Arten und Varianten von, ja, Karten, sei es Extra-Deck, sei es Main-Deck, sehr viel Searchability. Er ist natürlich, den kennt man, damit kann man theoretisch auch in Infinity gehen, was ich mir als Option auch freigehalten habe, weil im Extra-Deck hat man so ein bisschen Space, in welche Richtung man entwickeln möchte. Und habe gesagt, okay, der ist halt das integrale Starter-Monster, was man in diesem Deck spielt, weil über ihn kommt man in alle Kombos, in die man eigentlich gehen möchte. Das ist eigentlich der Starter, mit dem man loslegen möchte und der bietet halt nicht nur den Search, sondern auch direkt auch die Field Presence, was der Galaxie-Zauberer halt nicht bringt, weswegen es immer so schwierig ist, wenn man den halt normalt in Tribute, dann kriegt man Ash ab und haben halt nicht mehr Field Presence für andere Karten, wie zum Beispiel Photon Orbital, die man halt nochmal hinterher nutzen könnte, ist es deswegen halt schwierig, mit dem Galaxie-Zauberer diesbezüglich halt weiterzuarbeiten. Aber das ist nicht das einzige Search-Monster, was wir spielen. Wir spielen auch noch den Photon-Vertilger dreimal. Der braucht halt zum Beispiel auch ein Feld, nämlich ein Galaxie-Monster oder ein Photon-Monster, was man kontrolliert, wenn man ihn hinterher specialen kann, aber man kann ihn halt nicht normeln und Special Summon sucht er uns halt auch entsprechend einfach ein Monster, nämlich den Galaxieaugen-Photon-Drachen hardnamed, weswegen das ist der halt ihn direkt suchen kann, weswegen wir halt mindestens halt, man sollte schon mindestens zwei spielen, also wenn man nur einen spielt und den halt öffnet, dann macht der Photon-Vertilger halt nicht so viel Plus und
Ist halt ein super ja, Rank-4-Material, allgemein ein schönes Material, was man halt hinterher setzen kann. Und es gibt noch einen Zusatzeffekt für Xyz-Monster, weil bei mir ist nicht so relevant, aber theoretisch wird dann das Monster halt, das ihn als Material hat, verbannt dann halt alle Monster, wenn das andere Monster durch Kampf zerstört. Dann kommen wir zum letzten Consistency-Piece hier in dem Deck, weil das Deck hat ja, wir haben ja bisher schon 1, 2, 3, 4 Monster-Searcher, wir haben noch einen fünften Searcher drin, Photonspringer, den wir hier auch noch mit drin spielen, eine neue Edition aus Battles of Legend Monsters Revenge, der halt sehr schönen Effekt hat, falls er halt nämlich auf Friedhof gelegt wird, egal von wo, kann man sich einen Photon-Zauber oder eine Galaxie-Zauberfallenkarte, also man kann sich Photon und Zauber, also Photon oder Galaxie-Zauberfallenkarten vom Deck der Hand hinzufügen, was sehr nice ist. Theoretisch ist er auch nice aus dem Grave, sein Effekt war jetzt nicht so relevant gewesen, weil ich nicht so viel Grave hatte, sagen wir es mal so, dass ich ihn hätte nutzen können, also ein kleiner Spoiler für das Event, aber das ist eine Karte, die wir halt vor allem zusammen mit Galaxy Soldier, gibt es da so nette, lustige Lines, die man spielen kann, ich werde euch da ein bisschen nachher mal zeigen, so, dass ihr eigentlich quasi gefühlt einfach mal jedes Monster so ein bisschen in Action seht so, und man ein bisschen sehen könnt, was man damit alles machen kann, so. Damit man ein bisschen Anschauungsmaterial hat. Und er ist halt super nice. Er kann halt auch Normal Summon, als Normal Summon okay sein. Damit habe ich auch einige Combos gemacht. Oder halt auch als eine Art Extender-Helfer sein, weil bestimmte Karten, die wir hier noch spielen, jetzt kommen wir halt nämlich gleich zu den anderen One-Offs, wo ich den Galaxie-Zauberer rausnehmen wollte, weil der halt einfach ein Key-Piece ist, was Searchability angeht. Der Rest ist halt jetzt nicht mehr ganz so viel Searchability, sondern eher so wirklich Extender und Playmaker, was das Deck angeht. So, das sind alles unsere Photon- und Galaxie-Monster, die für unsere Plays gehen. Und dann kommen wir mit denen wir halt die extenden und wirklich geil machen. Das ist nämlich einmal der Galaxiebeschwörer, der Galaxiekämpfer, der Photon-Kaiser und der Galaxieaugen-Nachglimmerdrache. Und jeder von denen hat so seinen Einsatzzweck. Galaxiebeschwörer ist halt sehr nice hier, weil man in diesem Zug zwei Normal Summons kriegt, nämlich mit dem Photon-Kaiser, mit dem nämlich auf den Friedhof gelegt wird und man eine Photon- oder Galaxiekarte oder Monster auf Feld oder im Grave hat, kann man ihn halt specialen. Und wenn er gespecialt wurde in diesem Spielzug, dann kann man halt eine zusätzliche Normal Summon für ein Lichtmonster nutzen in diesem Spielzug, weswegen man halt mit Galaxiebeschwörer meistens halt den Galaxie-Zauberer rausholt, den man halt dann zweimal quasi benutzt im Spielzug. Er ist aber auch wichtig, weil er hat die Möglichkeit, ein Monster zu Stufe 4 werden zu lassen. Damit kann man halt hochlevelige Monster oder zum Beispiel sowas wie Galaxiesoldat auf Stufe 4 bringen, sodass man ihn auch vernünftig als Xyz-Material benutzen kann, was ein sehr guter Effekt ist. Photon-Kaiser ist halt die Karte, die wir halt, da kommen wir gleich bei den Zauberkarten dazu, den man halt gerne millen möchte. Den kann man auch theoretisch halt zum Beispiel mit Galaxiesoldat abwerfen. Das ist auch ein solider Discard, weil dann kommt der halt wieder und hat man schon mal zwei im Monster auf dem Feld, wo man dann theoretisch halt schon mal linken kann. Und weswegen der halt hier ein wichtiges Key-Combo-Pieces. Galaxiekämpfer ist eine interessante auch eine Sache, vor allem halt finde ich ihn nice mit Photonspringer, weil damit kann man sich sofort sehr geile Plays machen. Man kann ihn halt specialen, indem man Photonmonster in der Hand revealt, das kann auch Galaxieaugen Photondrache sein, ihn specialen und dann kriegt er die Stufe des Monsters, was man revealt. Das heißt, er nimmt die Normal Summon nicht weg, das heißt, theoretisch könnte man zum Beispiel, wenn man Photonspringer eröffnet, kann man ihn mit ihm ihn revealen, specialen, ihn hinterher normalen und dann hat man schon mal einen Rank 4, in den man gehen kann, was sehr nice sein kann. Und er kann theoretisch halt auch noch die ATK und Def irgendwie von einem Galaxiemonster im Friedhof irgendwie kopieren. Da war jetzt nicht so wichtig, aber wichtig ist halt, dass der sich extenden kann und dafür halt einen Photon vorzeigen kann. Und da haben wir halt mit Vertilger, mit Photonspringer und natürlich mit dem Orbital und dem Galaxie Augen Photonrang eigentlich eine Menge Karten, die wir halt theoretisch vorzeigen können. Und das ist halt eine Art weiterer Extend, die man hier spielen kann. Und dann haben wir noch den Galaxie Augen Nachglimmerdrachen, der sehr cool ist, weil er zusammen mit dem Galaxie Augen Photondrachen halt sehr schön netten Stuff bringt. Das einzige Problem mit ihm ist halt, er hat einen sehr geilen Detach-Effekt. Wenn der detached wird für ein Xyz-Monster, dann kann man halt quasi den Galaxie-Augen-Photondrachen von anywhere rausholen, so quasi. Das Problem ist halt, er ist ein Achter und dieses Deck hat halt keine so sinnvollen Achter, die man First Turn hinlegt, die einfach auch detachen, weil das beste Achter oder die besten Achtermonster, die dieses Deck macht, detachen einfach nichts für ihre Effekte, weswegen er extrem schwierig ist zu nutzen. Weswegen aber halt der Galaxiebeschwörer ihm Playability ermöglicht, die man so sich nicht vorstellen kann, weil wenn man den auf Stufe 4 machen kann, dann sieht das wieder ganz anders aus, weil im Rank 4 Pool, da kann man so richtig ein bisschen Spaß haben und dann kann man halt ihn wirklich halt nutzen und somit kann man halt quasi noch mit weiteren Galaxieaugen Photondrachen weiter extenden aus Deck oder Hand und kann damit halt, ja, in weitere Plays gehen. Und theoretisch kann er halt die ATK von Nummermonster verdoppeln, das war jetzt nicht so relevant, aber was wichtig ist natürlich, ist auch, wenn man Galaxieaugen Photondrachen kontrolliert, dass man aus der Hand specialen kann, von wo aus man halt für weitere Plays gehen kann. Da muss man halt wirklich halt den originalen Galaxieaugen Photon. Und man kann ihn halt auch als Extender benutzen, wo man halt ein Galaxie Augenmonster kontrolliert, was hier, glaube ich, nur der Galaxieaugen Photondrache quasi wäre, oder halt irgendwelche Extra-Deck-Monster, die man halt rausholen würde, so dass man den halt dann hinterher specialen kann, von da aus halt für weitere Plays gehen kann. Das sind quasi unsere Utility-Karten, die man halt alle zusammensuchen kann, weil, wie ihr gesehen habt, 10 Milliarden Search in diesem Deck. Dann kommen wir zu einer Choice, für die ich mich entschieden habe, weil man kann ihn suchen in dem Deck und halt
der sinnvoll spielbar hier ist, der Therion König Regulus, ohne den ganzen Spell Trap Support, nur ihn, weil wir ihn über das Extra Deck suchen können in dem Deck und dadurch, dass wir halt Galaxiesoldat und Photon Orbital suchbar hier haben und den Grave auch steuern können, dass wir ihn dann halt specialen können, kann man zum Teil in die Biro Safe Combos machen oder man macht halt einfach seinen ganz normalen Kombos und holt ihn damit raus und kriegt damit halt einen Omni Negate hin, den das Deck halt normalerweise nicht hat, weil es normalerweise halt so spezifische Negates hat für spezifische Types von Effekten und das hilft halt dem Deck nochmal ein bisschen mehr Board Presence First Turn hinlegen zu können. Dann bei den Hand Traps spielen wir noch drei Ash Blossom und Joy Spring bei den Monstern. Dann kommen wir zu den Spells. Da spielen wir bei den Galaxiekarten Galaxie 100 zweimal, eine Galaxie-Expedition, eine letzte Hoffnung der Nummern, die halt auch immer als Galaxie-Augenkarte behandelt wird, eine Galaxie-Trance als letzte extra Karte, die wir halt in den Deck spielen. Und das sind halt so die Key-Karten, die man in den Deck spiegelt. Galaxie 100 habe ich gesehen, viele spielen die auf 3. Die ist halt dead, wenn man die Multiples öffnet, das will man eigentlich nicht. Ab und an möchte man sie halt Starthand haben, weil damit kann man halt sich mit so ein paar Hände entbricken, aber man möchte die halt nicht Multiples haben und wenn man sie sowieso suchen kann, theoretisch muss man sie theoretisch nicht in der Starthand haben. Man hat zwar genug Alternativen, aber jede der Alternativen bringt so ein paar Nachteile mit sich. Also Galaxie-Expedition ist eigentlich die einfachste, man muss aber halt für ihre Aktivierungsbedingungen muss man halt ein Galaxie-Monster oder Photon-Monster der Stufe 5 oder höher kontrollieren und dann kann man halt quasi Galaxie- oder Photon-Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung aus dem Deck holen. Das heißt, man kann sehr easy, theoretisch auch, kann man mit der Karte halt einfach die Galaxy-Soldier aus dem Deck specialen und dann seinen Effekt zu aktivieren, um zu suchen, was halt theoretisch sehr nice ist, aber man muss halt auch ein hochleveliges Monster schon kontrollieren. Aber dadurch, dass halt so flexibel das Wasser specialen kann, kann man halt sehr schnell in Rank 4s, Rank 5s theoretisch und halt Rank 8s gehen, wenn man möchte. Deswegen die Karte halt sehr nice ist. Die anderen haben keine On-Field-Aktivierungsbedingungen, aber die haben andere Aktivierungsbedingungen, die dem Deck ein bisschen, ja, das ein bisschen schwer machen, weil bei dieser Karte muss man halt entsprechend zwei Monster im Grave haben, die halt eine gleiche Stufe haben, damit man halt nachher für Nummer ein Xyz-Monster reinbeschwören kann. Dass man dann danach nur noch einmal aus dem Extra-Deck specialen kann, ist nicht so schlimm eigentlich. Das normalerweise ist es halt meistens die letzte Karte, die man macht, aber man kann die halt auch vorher benutzen. Das Problem ist halt, man muss halt wirklich normalerweise hier in der Variante, wie ich sie spiele, einfach zwei Achter in den Grave kriegen, was oftmals nicht so der Fall ist. Zuerst hat man ganz viele Achter und Field und wie ich euch schon erzählt habe, dieses Deck hat einfach so viele Achter, die einfach nicht detachen, weswegen man halt dieses Grave-Setup nicht gekriegt, was einem so auf die Eier geht. Weswegen die Karte halt oftmals eher so nice to have ist, was man ganz zum Schluss gerne nochmal resolvt, weil dann kriegt man meistens ganz zum Schluss, wenn man alles rausbeschworen hat, irgendwie schon ein paar Achter hin. Aber es ist eine Karte, die man nicht unbedingt resolven muss. Galaxie-Trance an sich ist halt richtig dämlich, theoretisch. Für 2000 Lebenspunkte kann man halt ein Photon-Monster im Friedhof wählen, das heißt Galaxie auch ein Photon-Drache oder zum Beispiel der Photonen, wie heißt er hier, Photon-Herr? Ist das, glaube ich, wo bin ich hier? Der Photon-Kaiser. Das sind halt zwei Karten, die man halt gerne graven kann. Man kann es auch mit den Vierern machen, aber mit den Vierern macht das relativ wenig Sinn in dem Deck. Theoretisch aber halt auch möglich, die man halt sich dann einen aus dem Grave targetet und einen aus dem Deck dann mit raus specialt. Und damit halt direkt Material hat für Xyz-Beschwörungen oder Link-Beschwörungen. Das einzig Wichtige ist, bei dieser Karte im Hinterkopf zu behalten, dadurch, dass wir mit Regulus und dem ganzen Kram spielen, diese Karte lockt im gesamten Spielzug darauf, dass man nur Photon und Galaxie-Monster specialt. Oder normal beschwört sogar. Also das heißt, wenn man irgendwie out of line gehen will und man hat diese Karte und man plant sie zu aktivieren, geht das nicht. Man muss dann sich wirklich schon ein bisschen eingrooven und sagen, okay, die Karte, will ich die jetzt wirklich diesen Spielzug aktivieren? Oder das ist eher so eine Mid-to-Late-Game-Karte, First Turn, ja, kann man machen. Da muss man halt sagen, okay, den Regulus, auf den verzichte ich und ich verzichte allgemein auch auf sowas wie Nova Infinity. Was ich oftmals eher doof finde, weil das sind halt die zwei theoretischen Negates, die man im Deck hinlegen kann, die halt generic sind und halt alles abdecken können, was Galaxie-Trance nachher halt nicht aufwiegen kann, weil man halt immer noch nur Negates theoretisch machen könnte, damit die halt eher auch wieder spezifisch sind, weswegen diese Karte so ein bisschen sich manchmal ein bisschen beißt, weswegen die Karte halt auf 1 auch vollkommen ausreichend ist, man kann sie sich hinzusuchen und man kann halt seine Plays auch entsprechend anpassen, dass man mit ihr spielt oder auch nicht, weswegen ich eigentlich die Galaxie-Expedition am einfachsten finde, weil die trotz ihrer Einstellung, dass man was am Feld kontrollieren muss, eigentlich am einfachsten zu resolven ist. Und die hat mir auch am meisten gefallen. Und die Galaxie 100 ist halt dazu da, sobald ihr ein Galaxie-Monster kontrolliert oder irgendwas im Grave habt, schmeißt ihr den Photon-Kaiser rein, dann kommt der. Wenn ihr den halt irgendwie aus der Hand benutzt, zum Beispiel, ihr habt irgendwie die Karte plus ihn und Galaxy Soldier aktiviert, dann könnt ihr damit halt theoretisch halt natürlich auch den Photonspringer einfach in den Grave schmeißen, damit ihr halt damit nochmal eine Spell-Trap suchen könnt, die nicht Galaxie 100 ist. Und ihr andere Effekt ist super nice. Dass man halt ins gegnerische Extra-Deck gucken kann, wenn man einen Galaxie-Augen-Photonen-Drache specialt. Und dann kann man entscheiden, ob man, wenn es ein Nummern-Monster ist, was man nachher auswählt, dann kann man es auf seine eigene Spielfeldseite specialen, dann kann man sowas, keine Ahnung, Zeus drüber machen oder andere drüber overlayen. Oder man kann einfach ein gegnerisches Extra-Deck-Monster banishen, was sehr nice ist. Und wichtig ist halt zu wissen, Galaxie 100 funktioniert auch mit Trance und Letzte Hoffnung. Wenn die halt entsprechend, zum Beispiel die hier, die specialt halt
nur kurzzeitig ein Galaxie-Augen-Photon-Drachen, wo man halt den wirklich mal aus dem Grave holen würde und overlay die direkt. Die Karte kriegt das mit und aktiviert sich dann, nachdem halt das Xyz-Monster beschworen worden ist. Das heißt, wenn man halt seine gratis Special Summons für den Galaxie-Augen-Photon-Drachen kriegt, kann man mit Galaxie 100 nochmal schön das extra Deck rippen und bestimmte Combo-Pieces vom Gegner entfernen, was halt sehr nice sein kann. Dann zur weiteren Consistency. Ich habe mich gegen Trade-In entschieden und habe gesagt, nein, I have it, ich habe Topf des Wohlstands und spiele die, weil im Extra-Deck hat man nicht genug Space, um die Karte halt mit drin zu haben. Das heißt, man kriegt hier noch viel mehr Consistency rein und die Karte hat mir sehr gut gefallen. Für Leute, die sich halt den Topf nicht leisten können oder wollen, wie gesagt, man kann halt mit Entzahlungnahme alternativ sagen, okay, ich spiele zwei Entzahlungnahme vielleicht jetzt und vielleicht noch ein Galaxie-Augen-Photon-Drache, was halt die drei Karten dann ersetzen würde, mit 2-3er-Ratio, weil man kann den Photon-Drachen easy suchen, man hat so viele Achte, die man discarden kann, man kann Karten drawen, das ist halt dann eher die Budget-Alternative, wenn man das haben möchte. Weitere Search-Sachen sind Verstärkung für die Armee und dann haben wir halt, weil wir so eher so ein Going-First-Deck sind, wir haben Call Pilot Grave, wir haben Triple Tactics Talent und 2 Stöße, mit der wir halt, je nachdem ob Going First oder Second, entweder Impermanences oder Evenlies uns suchen können oder setzen können. Und die Evenlies und die Impermanences halt auch noch unsere zweite Handtrap, die wir daneben haben. Das ist so ungefähr das, also wenn man möchte, kann man auch sehr viele Handtraps spielen. Man könnte sagen, dass man hier halt nochmal 4 rausnimmt, dann hat man ungefähr Space für 10 Handtraps, vielleicht sogar 11, wenn man das möchte. Das kann man halt auch machen, da gibt es ein bisschen Wiggle Room, wie man das so schön sagt. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er es bauen möchte. Mir hat eigentlich diese Doppel-Ratio eigentlich ganz gut gefallen. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Da haben wir einmal den Galaxie-Augen-Sonnen-Erupt-Drache, der ein sehr schönes Monster ist, mit dem man den Gegner halt schön im gegnerischen Spielzug nerven kann, weil er ein Interruption sein kann und er kann sich halt seinen Discard, den er braucht zum Schießen, halt direkt aus dem Grave wieder recyceln und kann halt Combos extenden, weil er entsprechend weitere Materials aus dem Grave halt recyceln kann und ist halt das einzige Link-Monster, was man spielt. Vor allem, wenn man sich beachtet, dass es bestimmte Karten hier gibt, die einen komplett auf Galaxie-Augen oder Galaxie und Photon halt komplett locken, ist diese Karte halt super nice. Theoretisch kann man die auch auf 2 hier im Extra-Deck spielen, weil das ist eine Karte, die einfach sehr, sehr wichtig ist. Die Interruption, der Recycle ist halt extrem wichtig in dem Deck. Dann bei den Rank 4s haben wir einen Galaxie-Augen-Photonen-Drachen und einen Stern-Vasal-Photonen-Sprengdrache. Den habe ich jetzt nicht so in Action gehabt, das ist eher so eine Art, ja, Going-Second-Karte, sagen wir mal so, dass man extendet und den Gegner weg-OTK'd. Galaxie-Photon-Drache ist eine Karte, die man in First fast immer macht. Der ist halt nice. Für einen Detach kriegt man halt eine Photon- oder Galaxie-Karte vom Deck. Das heißt, er ist mit der Generic-Step, beziehungsweise er kann auch theoretisch die Karte entsprechend millen, wenn man das möchte. Und falls ein Link-Monster, falls ein Licht-Monster Spezialbeschwörung auf die eigene Spielfeldseite beschworen wird, kann man deren Stufe auch auf Stufe 4 oder 8 umändern, was halt super hilfreich sein kann, wenn man nicht passende Level aufs Feld bekommt und kann damit halt das nochmal manipulieren, sodass man halt doch dann für den Rank 4 oder für den Rank 8 gehen kann, weil man vielleicht, keine Ahnung, Galaxy Soldier gespecialt, wenn man ihn kontrolliert hat, kann man halt ein bisschen mehr Advantage sich nochmal raussuchen und einfacher in seine Xyz-Plays gehen, was halt sehr hilfreich ist, genauso wie mit den anderen Galaxy-Karten, die Level modulieren. Dann hat mir sehr gut gefallen, Nova plus Unendlichkeit, man kann einfach mal ganz easy und stumpf, die stumpfeste Combo ist, die man machen kann, ist ja Galaxy Soldier plus irgendein Lichtmonster abwerfen, Galaxy Soldat, der sucht sich Galaxy Zauberer, Normal Summon den, Tribut den, holt sich Galaxy Expedition, aktiviert die, hol einfach noch einen Galaxy Soldier, dann Overlay für Nova und dann Infinity. Also das ist halt das lameste Play, was man machen kann. Dann hat man direkt einen Infinity wenigstens. Das kann man halt machen, wenn man möchte. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, aber das ist halt super easy rauszuholen. Dann bei den Achtern kommen wir erstmal zur Utility. Da haben wir einmal halt den Sagas, den wir halt spielen, weil wir können halt so einfach hier Achter machen und mit ihm kann man halt den Regulus suchen. Das Problem ist halt auch eher detached nicht. So viele Karten, die nicht detached, das gibt mir auf die Eier in dem Deck. Aber es ist halt so, er sucht halt den Regulus, womit wir halt genug Machines und normalerweise, wir haben Photonorbital oder halt irgendwie die Galaxy Soldier nachher im Grave oder auch ihn, die man halt dann nachher benutzen kann als Material für ihn. Dann so ein bisschen Karten, die drin sind, die man aber meistens irgendwie nicht beschworen hat, ist der Neo-Galaxie-Augen-Photon-Drache, der Nummer 107 Galaxie-Augen-Tachyonen-Drache, der hier noch einen bestimmten Spice im Side-Deck hat, und die Nummer 62 Galaxie-Augen-Ur-Photon-Drache, die jetzt nicht so viel Action hatten in dem Extra-Deck, die man halt so als Going Second Karten hat oder halt als dicke Beatsticks rausholen kann, um den Gegner halt ordentlich einheizen zu können. Das sind meistens die Karten gewesen, wenn ich halt First gehe, sind das eher die Karten, die ich banische. Ansonsten gibt es halt auch andere Karten, die man halt Going Second dann banisht, damit man die eher als Access hat, wenn man das möchte. Und dann auch damit einhergehend so ein paar Karten, also das ist gute Utility, das ist halt so eher nice to have, aber nicht wirklich benutzt. Gibt es noch weitere Karten, die man benutzen kann, wenn man möchte, die halt jetzt auch nicht so Action sind. Das sind halt so ein bisschen die Rank-Up-Karten. Das sind einmal der Körperpanzer-Photondrache, um halt einfach was wegzuschießen. Dann den Neo-Galaxie-Augen-Photondrachen, den Ur-Photondrachen, den man halt über ihn legen kann und von da aus halt für extrem viel Damage gehen kann. Oder den Galaxie-Augen-Cypher-Klingendrache, sodass man Doppelschuss haben kann mit denen.
beachtet, darauf kann man halt nicht mehr noch eine 2 drauflegen, weil den darf man nicht als Material benutzen für eine Xyz-Beschwörung, der im Spiel so gut oder so beschworen ist. Deswegen, beziehungsweise allgemein kann er nicht als Xyz-Material benutzt werden, aber theoretisch kann man halt damit sehr viel wegballern und dann halt für ordentliche Deck gehen. Und ja, das ist halt so ein bisschen optional, also da sieht man schon, da hat man schon quasi 6 Karten, die man banishen kann, wenn man möchte, First Turn, oder den Saga zum Beispiel, wo man weiß, dass man sowieso gelockt wird, und auch den Nova plus Infinity, wenn man sagt, First Turn will ich mich eh locken auf Galaxy, dann kann man die wegbanishen und 3 andere von den Galaxy-Eyes-Karten zum Beispiel für den Topf. Und dann halt die Karten, die man eigentlich fast immer macht, ist Galaxie-Augen für Ton her und Hoffnungsverboten dran Titan-Galaxy. Die Karte ist ein schöner Spanigate. Natürlich auch wieder hier, die Tetch nicht, außer der Battleface. Und Galaxie-Augen Photon hier ist absolut amazing. Der ist ja schon so geil in einem normalen Achterdeck, weil er halt Effekte negaten kann, Monster-Effekte negaten kann. Aber hier kann er sie auch zusätzlich zerstören, wenn er halt Galaxy-Karten, glaube ich, detached, genau. Kann er sie auch zerstören. Und im Gegner spielt sogar einfach Quick Effect Search der auch nochmal. Einfach eine Photon- oder Galaxie-Karte. Genauso generic wie der Galaxie-Photon-Drache, was halt einfach insane ist. Einfach Quick Effect Chain an irgendwas. Oh, ich suche einfach mal. Easy. Easy, also wenn die irgendwann mal so eine Art Handtrap kriegen, die noch irgendwas machen kann gegen den Spielzug, Alter, wird das Deck richtig dumm mit der Karte. Die ist so gut, so nice, und die willst du jeden First Turn rauslegen, weil die Karte einfach so nice ist. Und dann natürlich den Zeus, den man hier und da gerne mal als Removal rausholt, um entsprechend Boards beim Gegner zu breaken. Dann kommen wir zu dem Side-Deck, da habe ich einen Herold des Abgrunds für unsere Tactics, ein Harpien Flederwisch, und ich habe noch 2 weitere Spells, das ist nochmal Cosmic Cyclones, um halt, wenn man gegen so Decks spielt, die ja halt Backrow Removal benötigen oder halt sowas wie Runic, dann kann das sehr hilfreich sein. Als weitere Handtrap noch Kauz und Schlossvogel, um entsprechend gegnerische Decks erneuern zu können, mit einem guten Floodgate Handtrap. Will man aber jetzt momentan vielleicht nicht unbedingt Main decken. Dann noch ein weiteres Target, was wir spielen für Triple Tactics Thrust. Das ist die Barrier. Die kann man halt gegen bestimmte Decks mit reintun. Und dann richtig Annoyance, wenn wir Going First unsere ganzen Negates und alles hinlegen, Enter-Spell umdrehen und den Gegner ordentlich auf die Eier kippen. That's the point. Aber das ist auch nicht das Einzige. Das covert halt momentan extrem viele Decks ab und annoyt sehr viele Decks. Wir haben auch noch was on top dazu. Wir haben nämlich noch ein paar Counter-Traps, die extrem nice sind. Das sind nämlich noch 3-mal Solemn Judgment, weitere Omni-Negates, die man daneben legen kann. Und die beste Karte in diesem gesamten Game, die dieses Deck erhalten hat, weil es hier, glaube ich, die beste Counter-Trap, die es eigentlich gibt in diesem gesamten Game, Tachyon-Transmigration. Diese Karte ist absolut Insanity. Weil diese Karte, die haben wir benutzt, wenn man ein Galaxie-Augen-Monster kontrolliert, wovon wir halt einige haben, nicht nur den Augen-Photon-Drachen, sondern wir haben ja auch im Extra-Deck ein paar Galaxie-Augen-Karten, die man hat. Und man kann diese Karte ja auch aus der Hand benutzen, wenn man Galaxieaugen Tachyon-Drache halt on field hat, dann kann man die halt going second halt einfach als eine Art Monster-Mega-Negate benutzen, weil diese Karte ist das Dümmste, was hier rausgekommen ist, weil sie negatet jede Karte, die der Gegner aktiviert hat, bevor sie aktiviert worden sind. Das heißt, wenn man eine Chainlink hat mit irgendwie keine, du spielst gegen so ein Deck wie, keine Ahnung, sagen wir mal, sowas wie Tränklage, und die haben irgendwie so 7 Chainlinks oder so im Grave aktiviert, chain die ran, alles negated. Sie muss nicht direkt auf die Karten reagieren. Sie negate einfach alles andere, was der Gegner vorher benutzt hat. What the hell? Diese Karte ist insanity gut. Oh, das ist einzig schade, was diese Karte von super Playability kostet und dass sie halt in diesem Deck so gut wäre, ist halt, dass sie keine Galaxy- oder Photon-Karte, sondern eine Tachyonen-Karte. Und wir haben noch kein richtiges Searchability für Tachyonen-Karten. Wenn wir noch ein Galaxy- oder Photonen-Monster kriegen würden, was noch Tachyon-Karten suchen könnte, dann wird diese Karte absolut Insanity. Wenn man die suchen kann, irgendeins der Extra-Deck-Boss-Monster auch den großen Achter, das hinlegen, absolut Stupidity für so viele Decks. Ich liebe diese Karte. Leider hatte sie keine Action gehabt, weil, wie gesagt, sie ist nicht searchable. Ich habe gesagt, dachte, ich probiere sie einfach mal auf 1 aus. So, dann möchte ich euch nochmal eine kurze Kombo zeigen, damit ihr so ein bisschen in den Groove kommt für den Deck, so ein bisschen zu verstehen, wie so diese ganzen Karten ein bisschen miteinander funktionieren. Ich habe da so eine lustige Line rausgefunden, die ich mir so ein bisschen selbst zusammen kombiniert habe mit Galaxiesoldat und Photonsprenger, was man da für lustige Interaktionen haben kann und was für coole Felder man daraus machen kann. Kann natürlich immer noch erweitert werden durch 3 weitere Karten, das werdet ihr gleich sehen, kurz vom Endboard, dass man da so ein bisschen jetzt noch, wie nennt man das, Kompromisse eingehen muss, aber das gehört halt dazu. Wir aktivieren mal einen Galaxiesoldat, diskarden den Photonspringer und aktivieren Galaxiesoldat und Photonspringer nach dem Summon und suchen uns jetzt eine Spell Trap und mit Photonspringer und mit Galaxiesoldat ein Monster. Wir suchen uns einmal die, wo ist sie denn? Einmal die Galaxie 100 mit Photonspringer und mit Galaxiesoldat suchen wir uns einen Galaxiezauberer. So, die adden wir uns jetzt. Dann
können wir jetzt einen von beiden erstmal resolven. Das macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied. Wir aktivieren einfach mal den Galaxie 100, aktivieren den Effekt und legen vom Deck auf den Friedhof. Wie ich ja schon bereits eingangs erwähnt habe, unsere Lieblingskarte für Toten Kaiser. Der specialt sich dann. So, den haben wir dann. Die bleibt ja offen auf dem Spielfeld. Dann können wir den Galaxiezauberer normeln. Durch die zusätzliche Photon-Kaiser-Normal-Summon. Wir haben noch eine reguläre Normal-Summon. Aktivieren seinen Effekt. Und adden uns aus dem Deck einen Galaxiebeschwörer. So, jetzt nutzen wir unsere normale Normalbeschwörung. Normalbeschwörung, Galaxiebeschwörer. Tagen den Galaxiezauberer und special den. Dann nutzen wir den Effekt vom Galaxiezauberer, bieten wieder als Tribut an und holen uns aus dem Deck einfach mal die Galaxie-Expedition. Und jetzt wird's richtig gut. Jetzt aktivieren wir die Galaxie-Expedition, weil wir mit Galaxiesoldat und Photon-Kaiser halt unsere Bedingungen erfüllt dafür, dass wir sie benutzen können. Und specialen aus dem Deck einen Galaxieaugen-Nachglimmerdrachen, wo man sich denkt, was brauche ich denn? Ah ja, wir nutzen nämlich den Second-Effekt von Galaxiebeschwörer und mache ich es zur Stufe 4, damit wir absolut Bonus-Kombo hier ohne Ende hinkriegen. Wir overlayen die beiden und gehen mit beiden. Weil das ist das einzige Monster, was man first dann sinnvoll nutzen kann in dem Deck, wo man halt auch den Nachglimmerdrachen vernünftig nutzen kann, ist nämlich der Galaxie-Photondrache. Nun nutzen wir den Effekt von Galaxie-Photondrache, detachen den Nachglimmerdrachen als Kosten und suchen mit ihm dann erstmal eine Galaxie- oder Photonkarte. Wir suchen uns damit eine Photon-Orbital und Nachglimmerdrache aktiviert sich und specialt uns aus dem Deck einfach einen Galaxie-Augen-Photon-Drachen. So. Dann aktivieren wir den Photon-Orbital. Wir können ihn detachen, wie wir wollen. Nutzen seinen Effekt. Detachen ihn. Und holen uns aus dem Deck einen Photon-Vertilger. dann overlayen wir die beiden hier. Und gehen mit den beiden in unseren gigantischen Champion Sagas, aktivieren seinen Effekt und adden uns aus dem Deck den Fyrian König Regulus, nutzen seinen Effekt, tagen den Photon-Orbital, specialen ihn und attachen den Photon-Orbital. Dann können wir einfach unseren, jetzt sind wir erstmal geschützt vor allem möglichen, ist nicht in die Büro-Safe, aber ist einfach nur zur Veranschaulichung da. Dann specialen wir den Photon-Vertilger, dann aktiviert er sich. Weil wir haben genug Targets hier auf dem Feld, die ihn zum Specialen erlauben und holen uns damit den zweiten Galaxie-Augen-Photondrachen. So, dann ist es jetzt relativ egal, was man jetzt hier weglegt. Wichtig ist halt nur, dass der Galaxie-Augen-Nachglimmerdrache im Grave ist, weil der Rest wird jetzt quasi verschwinden. Wir benutzen Galaxie-Augen-Photondrachen und Galaxiesoldat jetzt zum Beispiel als Material. Der könnte aber auch den Photon-Vertilger mit einem von beiden benutzen. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Und damit gehen wir jetzt in den Galaxie-Augen-Sonn-Erupt-Drachen. Der aktiviert sich on Summon. Und targetet in dem Grave uns den Nachglimmerdrachen. Den adden wir uns jetzt zurück auf die Hand. Und jetzt seht ihr schon, das ist ein bisschen blöd, Galaxie-Augen-Photondrache, ja, können wir specialen, aber wir müssen entweder den Sagas oder den Sonnen-Erupt-Drachen theoretisch opfern. So, dadurch, dass wir jetzt in dieser Kombo halt natürlich keine weiteren Galaxie-Augen- und Photonkartenkarten oder Galaxie- und Photonkarten haben, kann man jetzt argumentieren, dass man den Sonnen-Erupt-Drachen weglegt, weil wir nachher ein Nixis-Monster haben, was natürlich auch detachen kann. Man kann aber natürlich, wenn man schon noch eine weitere Karte hat, weil wir müssten ja noch drei weitere Karten theoretisch in der Hand haben, könnt ihr auch den Sonnen-Erupt-Drachen weglegen und den gigantischen Champion Sagas und Photon-Vertilger weglegen, weil Galaxie-Augen-Photon-Drache ist egal, es muss nur 2000 Attack oder mehr haben, als Tribut anbieten, damit ihr ihn specialen könnt. Ich würde jetzt als Beispiel, weil dadurch, dass wir mit Sonnen-Erupt-Drachen momentan keine Karte haben, einfach mal ihn als Tribut anbieten, aber wie gesagt, ansonsten ist es halt auch, es sind beides halt Interruptions, die halt ein bisschen unterschiedlich funktionieren und eine davon müssen wir jetzt halt opfern in der Line. Wir nutzen Galaxie-Augen-Photon-Drache und zeigen jetzt einfach den Photon-Vertilger und den Sonnen-Erupt-Drachen und specialen ihn. Und dann können wir den Nachglimmer-Drache aus der Hand specialen. Weil wir Galaxie-Augen-Photondrache kontrollieren, overlayen die beiden und gehen damit dann für Galaxie-Augen-Photon her und haben dann damit, achso ja, ich hab vergessen, wir haben jetzt so oft Galaxie-Augen-Photondrache beschworen, natürlich haben wir noch zwischendurch einmal ins gegnerische Hexerdeck geguckt und noch eine Karte gebanished, um halt den Gegner zu erneuern oder wenn er halt ein hochstufiges Nummernmonster hat, kann man es theoretisch auch specialen. Oder halt ein Nummernmonster, was vernünftige Attack hat, weil dann kann man es theoretisch halt auch für den Galaxie-Augen-Photon-Drachen als Boot anbieten. Da braucht man halt keinen von beiden loszuwerden. Das kommt immer ein bisschen ganz auf die Situation drauf an. Das heißt natürlich, wir haben nochmal ins Gegnerdeck geguckt und da nochmal gemanagt. Das heißt, wir haben jetzt ja, so eine Art Bounce im gegnerischen Spielzug oder halt einen Schuss, wenn wir halt den hier haben im gegnerischen Spielzug. Wir haben einen Omni-Negate. Wir haben einen Search im gegnerischen Spielzug, instant, ohne Bedingung, einfach im gegnerischen Spielzug einen Searchen. Und natürlich haben wir einen Detach und
Ein bisschen blöd ist natürlich, dass beide Galaxieaugen von Tondrachen jetzt drunter sind. In meiner Variante spiele ich halt nur zwei. Wenn man drei hat, kann man theoretisch halt denen dann detachen und kann man nochmal ein Galaxy Eyes Photon Dragon aus dem Deck holen. Gibt es eine Menge Möglichkeiten, was man hier mitmachen kann. Aber das ist halt so eine coole Interaction. Da sieht man, man geht fast alle Monster einfach durch und man braucht halt kein Wizard zu öffnen. Man kann halt auch so durch das gesamte Deck durchballern. Es gibt so viele Lines mit den anderen Spells und Traps, die man machen kann, wenn man das möchte. So, dann kommen wir zu den Matchups. Wir waren ja, ja, zum ersten Mal im Zwergenfürst und das war ja, dahinfahren war ein bisschen weit. Ich weiß nicht, ob ich es jedes Mal machen werde, aber Mittwoch ist natürlich ein sehr passender Zeitpunkt, sodass man halt das Wochenende so ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich bin dann da angekommen, war relativ einfach zu erreichen, das ist da mit öffentlichen Verkehrsmitteln und halt auch mit anderen Verkehrsmitteln einfach erreichbar. Wir waren sieben Spieler dort und ja, erste Runde ging es, ich gehe in die Drawface und krieg Shift ab und ich denke mir, ich habe den Würfelwurf gewonnen, denke mir so, ja, RIP. Ich bin auf dem Galaxie-Photon-Drachen, glaube ich, dann geendet und habe gehofft, dass ich irgendwie den im Leben halten kann mit jedem Spielzug. Ich dachte mir, okay, ist das Kastira, ist das Birds, keine Ahnung. Es war Birds, er hat ein fettes Feld hingelegt. Ich war dann aber nochmal dran und konnte ihn baiten, weil ich noch einen Tactics hatte und konnte sein gesamtes Feld mit Zeus wegsenden. Das Problem war, ich hatte nachher nur noch den Zeus, um den Gegner halt aufzuhalten, weil dann, ich hätte halt theoretisch viel mehr Advantage machen können, aber wegen Shifter habe ich so viel Advantage verloren, weswegen ich halt einfach nichts machen konnte. Entweder hätte ich mich umrennen lassen müssen oder halt in diese Zeus-Line gehen und damit ich halt eben komplett alles wegzeus, aber es war einfach too much gewesen, was er hat. Er hat halt super gute Hand. Und ich hatte zwar eine Ash und ich glaube, ich hätte lieber den Eaglen ashen sollen, aber er hat halt einfach nur Rubina Normal Summon gemacht. Ich dachte mir so, das ist zu einfach, wenn er das macht. Aber er hat natürlich gut gespielt, hat danach noch die Feedspell in der Hand gehabt, hat die dann rausgespielt und hat halt noch einen weiteren, den er revealen konnte, um von da aus weiterzugehen. Ist halt dann eine Drei-Karten-Kombo, die er in der Hand hat. Ist halt so, was soll man dann machen. Und dann Game Nummer 2 habe ich Döner gehabt. Ich habe Full Board gelegt, also gutes Board gelegt. Er hatte keinen Dimension Shift. Ich hatte, glaube ich, zwei Judgments faced und ich hatte noch eine Droll in der Hand. Also es war einfach Auto-GG. Er hat versucht, etwas zu machen. Nope. Er hat versucht sogar mit der Feedspell zweimal zu Normal Summonen. Ich kann mir einfach alles negaten. I don't freaking give a damn. Ich habe einfach alles wegnegated. Nope. Das war so nice. Und dann Game Nummer 3, das war absolut Stupidity. Wir waren kurz vor Time. Er darf entscheiden, ob er anfängt. Er fängt an. Und er fängt einfach an mit Normal Summon Rubina. Und was ich ja denke, okay, wir sind ganz kurz vor Time. Das Einzige, was ich aufhalten muss, um einen Unentschieden zu wahren, ist die Quick Play. Die Quick Play gibt live. Das ist das Einzige, was ich aufhalten muss. Das heißt, Rubina lässt du einfach durchgehen. Es macht keinen Sinn, die zu ashen. Vor allem, wenn er dann wieder dann nochmal aus der Hand dann noch wieder so Stuff revealed und vielleicht die halt immer noch hat. Das ist eine Free-Off, die das Deck halt Starthand haben kann und sich halt mit Pötten auch auf die Hand nehmen kann. Nein. Und die ist halt auch Hardwards Pötten. Die muss negated werden. Was ist aber absolut random, Normal Summon Rubina, was addet er sich? New Spacian Air Hummingbird. Diese One-Off-Side-Tech-Time-Card, wo ich mir denke, are you serious? Und ich habe keinen Impermanence in der Hand. Ich denke mir so, nein, er normalt und ich habe verloren, weil er halt dann die Lifepoints kriegt. Ich so, boah, also den habe ich jetzt nicht expected und das ist auch eine Karte, die man eigentlich normalerweise nicht erwartet, weil die meisten Bird-Spieler spielen diese Karte einfach nicht, weil die halt nicht relevant ist in den meisten Fällen, weil man hat doch schon eine Win-Condition im Main-Deck. Warum sollte man sich das noch mit einem Brick verschlimmbessern? Also, ich habe dich daran verloren, das war so gemein. Oh Mann, aber ich glaube, ich habe es trotzdem richtig gespielt, weil das ist eine Karte, das ist eine One-Off, die ich nicht erwarten würde, im Gegensatz zu halt der Quickplay, die das Deck halt immer spielt. Naja, dann nächste Runde hatte ich Freilust, da habe ich mit der Frau des Ladenbesitzers gesprochen, habe so ein bisschen ja, gefragt, wie es da läuft und seit wann die da sind. Sie sind seit Anfang des Jahres mit aktiv und so langsam bauen die aus und ich finde es auch sehr schön. Die haben jetzt nicht so viel Platz, ich glaube, was waren das, 5 Tische, die 4 aufnehmen können? War das so oder waren das sogar 6 vielleicht? Irgendwie bis zu 30 Spieler, glaube ich, ungefähr könnten die aufnehmen. So viel los war halt heute nicht. Aber es war trotzdem sehr nett, sich auszutauschen, ein bisschen kennenzulernen, halt einen weiteren Laden. Das ist halt eine sehr schöne Sache. Dann ging es in der letzten Runde, durfte ich anfangen. Ich wusste, dass ich gegen Rika Sun Avalon spiel. Ich habe angefangen, ich habe ein gutes Board hingelegt. Beim Extra-Deck snipen wusste ich nicht, was ich snipen soll, ehrlich gesagt, weil die halt zu viele Multiples spielen mit dreimal Baum und auch zweimal Jasmine. Und ich dachte mir, okay, gut, eine Jasmine hinten ist, glaube ich, das Sinnvollste. Die ganzen One-Off-Karten ist zu schwierig. Ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Hab die dann gehittet. Hab dann halt mein Feld mit Sagas, Regulus und alles. Und ich denke mir so, ich gebe ab. Ich muss den Search von Photon her noch nicht benutzen. Ich kann das halt immer machen, sobald er irgendwas macht, ne? Was ist?
Mainface, Instant Dark Ruler, wo ich mir denke, are you serious? Und ich habe noch eine Ash und eine Permanence, aber das war egal. Er hatte Full Combo, er konnte komplett durchspielen, mein komplettes Feld auseinandernehmen, weil ich ihm zwar seine Plays aufgehalten habe und er dann Lucksack auf Dance-Pion gehen musste und mit der ein einziges Monster erwischt hat, was ein Rekka-Monster war, was er gebraucht hatte, weil dann konnte er Kokon benutzen, wo ich mir dachte, oh Mann, hätte ich Dance-Pion gebanished? Hätten wir nicht diesen ganzen Roulette gehabt und wir hätten ein interessanteres Game gehabt. Ich war so, ach Gott, jetzt habe ich daran verloren. Ey, dachte ich mir so, okay, gut, ist egal, was ich heute mache, ist eh alles falsch. Dann im Game Nummer 2 wollte ich auch wieder anfangen und habe, glaube ich, 2 Judgments eröffnet und sonst, ja, glaube noch, nee, keine Interspaces, sonst nichts wirklich. Ich hatte nichts. Er hatte auch noch Dark Ruler auch wieder starten, aber das war egal, ich habe einfach nichts hingelegt, er konnte einfach spielen und die können halt so lange extenden, weil die halt so lange kein Summon actual committen müssen und die können dann halt so weiter extenden mit diesen ganzen Link-Summons und die dann halt noch weitere Link-Monster gleichzeitig rausholen. Und das kann halt nur aufgehalten werden, wenn du den Baum aufhältst oder halt multiple times die Spell, die halt Loki oder wenn dann Loki noch. Das ist halt so schwierig, war nicht aufzuhalten und habe ich das Ding auch verloren, bin am Ende letzter geworden. Mit einem Sieg aus dem Freilos. Yay. Ich denke mal, ich habe so optimal gespielt, wie ich das mit meinem Wissen zu dem Zeitpunkt hatte, denke ich mal, optimal versucht habe zu spielen. Hat nicht geklappt, aber trotzdem hat mir das Deck sehr viel Spaß gemacht. Und ja, war sehr cool. Ich habe am Ende nochmal getradet. Der letzte Gegner aus der letzten Runde habt ihr vielleicht gesehen, auch auf dem Bild. Der hatte die andere Matte gehabt, die Galaxy Eyes aus der Photon Shockwave Sneak Peek, wo ich ja damals ja noch gar nicht gespielt hatte. Und ich hätte ja sonst theoretisch noch die Tachyon-Matte von Daniel mitnehmen können oder meine mit Neo Galaxy als Photon Dragon, die ich habe. Habe aber die dann mit dem Urphotondrachen mitgenommen. Und ich habe mir nachher auch das Deck gezeigt, er war voll interessiert und hat mir dann eine Galaxy Expedition in Ultra Rare mitgetauscht. Wir haben dann so ein bisschen getauscht, weil ich hatte keine Ultra Rare. Ich hatte nur diese eine Kombi, die wir hier aus einem random OTS-Pack gezogen haben. Ich dachte so, zum Glück hatte ich die noch. Jetzt habe ich eine Ultra Rare. Ich habe früher, glaube ich, 2, 3 von den Tints auch gemacht. Ich bin mir safe sicher, dass wir mal die hatten. Aber ich glaube, die habe ich mal verkauft. Dass ich mal 5 oder 10 Euro ging vor 2017 oder so, wann das war. Jetzt habe ich wieder eine. Vielen Dank für den Tausch. Und da haben wir natürlich unser Teilnahmepack. Oder ODS 22. Ich sage nichts dazu. Also ziehen tun wir ja daraus nie was. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwann bei ODS 23 sind. Weil meine Pulse sind schrecklich. Sync-Druckwelle. Herold des Abgrunds und Galaxie 100. Hey, noch eine. Ich habe halt die Super Rares auch noch gefunden. Ich habe schon mittlerweile ja genug gezogen gehabt, dass ich halt auch ja, die zusammenbauen konnte. Passend dazu 3 Spells. Aber wieder keine Ulti. Also dieses ODS-Pack gefällt mir nicht. Ja, das war's mit diesem Deck. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dort teilgenommen zu haben. Ich denke mal, ab und an werde ich da jetzt vielleicht da mal auftreten, weil der Mittwoch ist schon sehr praktisch und von der Zeit ist es halt wie alle anderen Locals halt in Hamburg halt auch. Das Einzige vom Nachteil für mich ist natürlich, dass es halt auf der anderen Seite von Hamburg ist, von mir aus gesehen. Für die Leute, die halt auf der anderen Seite von Hamburg kommen, ist es natürlich praktisch. Ja, das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit diese etwas längere Sonntags-Locals-Episode gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.